So, hallo. Heute seid ihr mal dabei, wenn ich meine Waben einschmelze. Also es ist ja so, dass wir die Waben vom Bienenvolk regelmäßig einschmelzen, regelmäßig austauschen, weil eben in diesem Wachs können sich Rückstände ansammeln. Und das Bienenvolk soll ja auch immer bauen, das ist ja naturgemäß, also sollen sie neue Waben bauen. Und dann nimmt man einfach die alten raus, wenn keine Brut mehr drauf ist und auch kein Futter mehr drin ist. Und dann schmelzt man die ein. Ich mache das noch mit super einfacher Technik, im Prinzip wie zu Großvaters Zeit. Ja, so sieht eigentlich dann mein Aufbau aus. Also wir haben den Waschkessel da hinten. Wir haben hier im Vordergrund, ich schwenke mal ein bisschen runter, die alte Wäscheschleuder mit dem alten Kartoffelsack, den ich da reinlege. Ja, jetzt hatte ich leider mit dem Ton ein kleines Problem bei der Aufnahme. Deshalb muss ich das jetzt hier nachvertonen im Büro. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Also zum Vorgang ist es so, ich heiz mir den Waschzuber an, lasse es nicht kochen, also kurz davor. Und dann tunke ich die Waben einfach zwei, dreimal rein, immer eine nach dem anderen. Wenn ich 30, 40 hatte, dann habe ich oben, schwimmt ja dann die ganze Wachs- und Resterschicht auf. Dann schöpfe ich die einfach ab in den Eimer rein, bringe den Eimer zur Wäscheschleuder, fülle da im Prinzip den Kartoffelsack, der mir als Filterstrumpf dient, Deckel zu und lasse sie laufen. Ja, da läuft unten erstmal das Wasser raus und dann irgendwann kommt im Prinzip reines Bienenwachs raus. Die Methode funktioniert bei mir super, weil solange die Waschleuder läuft, kann ich schon wieder Waben einschmelzen. Also für mich, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und es geht einfach für mich super schnell. Die Technik ist super günstig. Klar, bei meiner Betriebsgröße könnte man da auch drüber nachdenken, andere Techniken einzusetzen, was zu kaufen. Aber das ist bei mir einfach das Problem. Ich habe nicht so diesen Platz, um das dann zu stellen. Und ja, wie gesagt, warum soll ich da Geld ausgeben, wenn ich dadurch dann einen halben Tag vielleicht Arbeitszeit spare im Winter? Das ist für mich jetzt nicht die oberste Priorität gerade. Und deshalb arbeite ich einfach nach diesem System. Ich meine, man muss hier wirklich ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, ich habe gesagt, ich schaue drauf, dass das Wasser nicht kocht. Bei so einem Waschkessel ist natürlich nicht ganz einfach, da immer die optimale Temperatur zu halten. Man legt mal einen Scheit Holz zu viel nach oder ist ein bisschen zu langsam und es fängt an zu kochen. Es darf einfach nicht lang kochen, ne? Weil wenn es lang kocht, dann kann es eben sein, dass diese Fette und Öle, was ja auch im Wachs sind, dass die verseifen. Aber entweder man leert da kurz kaltes Wasser nach. Also es ist wirklich relativ unproblematisch. Ne? Zu empfehlen ist eben, es sind Handschuhe, sind unter Umständen auch eine Schutzbrille, weil das heiße Wasser spritzt auch mal, je nachdem wie schnell oder wie geschickt man arbeitet. Aber wie gesagt, im Prinzip tipptopp. Und es bleibt halt auch nicht viel Wachs im Drescher drinnen. Also man sieht es ja, diesen Drescher, wenn der erkaltet ist, der klebt kaum aneinander. Also der ist ganz lose, da bleibt nicht viel Wachs übrig. Also von der wirtschaftlichen Komponente ist dieser Ausschmelzungsgrad oder die einfach sehr hoch. Ne? So viel erstmal zum Rähmchen einschmelzen, wie ich das bei mir mache. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie wie gehabt gerne in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich werde auch nochmal ein Video machen zum Thema Wachs allgemein. Aber wann ich das schaffe, das weiß ich noch nicht. Deshalb umso schöner oder umso wichtiger, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Also bis dann, macht's gut. Tschüss, ade.